Hallo, meine sehr verehrten Seher. Oft wird mir vorgeworfen, dass ich zu selten auf die negativen Aspekte von Drogen eingehe. Heute werdet ihr definitiv ein bisschen die negativen Seiten von Drogen sehen. Jede Stadt hat ja so sein Drogenproblemviertel. In Berlin ist es der Görlitzer Park, in Frankfurt ist es das Bahnhofsviertel, in Hamburg ist es das Schanzenviertel und in München ist es das Oktoberfest. Doch das Oktoberfest ist ja nur ein Monat im Jahr. Gibt es hier in München noch eine weitere Drogenszene? Ja, die gibt es, und zwar hier direkt am Hauptbahnhof. Und ich meine jetzt hier nicht die ganzen Betrunkenen, die hier überall rumstehen. Es gibt da noch was weiteres. Ich habe getraut, mich überhaupt nicht hier laut zu reden, ey. Ich bin hier jetzt mit dem Noah in den Münchner Katakomben. Hier geht es richtig ab. Hier wird gefixt. Hier sind viele Heroin-Junkies. Und der Noah ist vom Y-Kollektiv und der hat da schon eine Reportage dazu gedreht und war hier auch länger drin und hat einiges gefilmt. Aber mir ist es hier unten ziemlich unangenehm. Ich habe ziemlich Schiss, deswegen filmen wir woanders weiter. Blair Witch Project. Ja, Noah, du warst relativ oft in den Katakomben, um einige Aufnahmen für deine Doku zu filmen und die dann von Y-Kollektiv veröffentlicht wurde. Und das Y-Kollektiv war so nett, dass wir jetzt hier in diesem Video viel von deinen gefilmten Aufnahmen reinschneiden können. Hier sind Spitzen, Kaninen, was auch immer, Scheiße. Und über mir, ihr hört es vielleicht, über mir habt ihr die ganz normalen Fußgänger, die an mir vorbeigehen. Gebt euch mal diesen Kontrast. Er hat mich ja auch kurz zu diesen Katakomben hingeführt und ich finde es krass, wie leicht man da hinkommt, weil man denkt, ja, vielleicht muss man da irgendwie so durch 10 Geheimgänge und so, aber es ist schon relativ offen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht auch mal aus Versehen hinkommt. Also es ist nicht so versteckt, wie man denkt. Das ist Adrian, 44, seit 24 Jahren heroinabhängig. Mit 17 hat er das erste Mal die Droge ausprobiert und mit 20, in meinem Alter, ist er abhängig geworden. Das ist zum Beispiel die Stelle, wo mein Freund gestorben ist. Genau hier. Und der hat sich halt ja hier Fentanyl gemacht und anscheinend halt zu viel erwischt. Ist dann sich hier in der Wärme eingeschlafen, abends, keiner mehr gekommen. Und dann haben sie halt danach, da war er, glaube ich, schon 2 oder 3 Tage, war er schon tot. Und ist es dann nie für dich so eine Art Weckruf? Wenn du dann irgendwie wieder so weit bist, dass dein eigener Körper auf ihn zukommt und schreit, irgendwie, ich brauche jetzt Heroin, sonst funktioniere ich nicht mehr, dann vergisst du alle Toten, alle, was er sieht. Mich regt dieses heuchlerische Image von München so sehr auf. Meine Heimatstadt, die ich auch immer für die Sauberstadt gehalten habe, niedrigste Kriminalitätsrate von allen deutschen Großstädten. Und dann, bam, nach Berlin sterben die meisten Heroinabhängigen in München. Woran liegt das? An so Scheißsachen wie den Katakomben? Denn es gibt keine Konsumräume. Das will die bayerische Regierung nicht. Ich finde, du sagst es auch am Anfang in der Doku ganz gut. Du sagst dann direkt so, dieses heuchlerische Bild von München regt dich auf, weil so, die haben so halt die strengsten Drogengesetze und so und zeigen sich dann nach außen so, als würde es irgendwas bringen. Aber wenn man sich dann mal die Katakomben anschaut, dann sieht man so, nee, es bringt eigentlich nichts. Man sieht es halt nur nicht, diese ganze Abgefucktheit sozusagen. Adrian erzählt mir, dass er auch ein anderes Leben kannte. Ein Leben, das nicht in den Katakomben stattfand. Sein Vater soll eine Firma besessen haben. Das ist der Schmuckladen, wo mein Papa meiner Mama den Schmuck gekauft hat, wo ich meiner Freundin den Schmuck gekauft habe. Ja. Und Adrian redet nicht von läppischen 100, 200 Euro. Auch mal 40.000 D-Mark ließen sich seine Eltern angeblich Schmuck kosten. Der Adrian hat dir erzählt, dass er von reichen Eltern kommt und früher auch mal mehr Geld hatte. Hast du ihm das eigentlich geglaubt? Also er hat seine Geschichte schon sehr authentisch erzählt. Ich war ja öfters mit ihm unterwegs und dann haben wir halt auch über seine Vergangenheit gesprochen. Nur die Sache ist, Leute aus dem Milieu quatschen halt gerne mal viel und erzählen halt irgendwie Geschichten, wie toll sie früher gewesen sein sollen und bis
bis dann irgendwas Schlimmes passiert ist. Und es war aber jetzt so, das ist ziemlich interessant, dass ich vor ein, zwei Wochen von einem Kumpel angeschrieben wurde. Und zwar hat seine Kommilitonin den Adrian wiedererkannt und sie hätte ihn zuletzt vor 20 Jahren gesehen. Und dann habe ich gefragt, ja, und weiß sie vielleicht auch was über seine Vergangenheit? Und dann hat sie gesagt, ja, der kommt aus einer reichen Familie. Seine Eltern hatten auch, seine Familie hatte auch einen Privatjet. Also der Typ hatte mal so viel Geld, seine Familie hatte mal so viel Geld, dass die in einem Privatjet geflogen sind. Und jetzt ist er sozusagen am extremen Unterschied davon angekommen. Und das fand ich schon krass, dass er so wirklich beide Extremer vom Leben kennt. Man denkt ja immer so klischeehaft, ja, wenn jemand ein Junkie ist, dann hatte der sicher ein schlechtes Elternhaus und an die schlechten Freunde geraten, bla bla bla, und nur armen Leuten passiert sowas. Nee, ich meine, der Typ kam aus einem super Elternhaus und das ist dann passiert. Adrian lebt in einer Pension und ist in einem Methadon-Programm. Methadon ist ein Ersatzstoff für Heroin, den er jeden Tag bekommt. Er soll Beschaffungskriminalität minimieren und schlussendlich durchs Runterdosieren einem dabei helfen, komplett clean zu werden. Adrian erzählt mir, sein Arzt würde ihm statt Methadon reines Heroin verabreichen, wenn er dürfte. Wieso? Weil man von Methadon noch abhängiger wird als von Heroin und das Zeug macht einem auch die Zähne kaputt. Aber es ist halt legal. Ja, du sprichst es ja auch in der Doku kurz an. Methadon als Ersatz für Heroin, denkst du, das ist effektiv? Bringt es was? Na, also die Hoffnung bei Methadon ist ja, dass man dadurch den Konsum von Heroin komplett ersetzt, substituiert. Mhm. Und das Methadon, das soll genau die Rezeptoren blockieren, die normalerweise angesprochen werden, wenn man Heroin konsumiert. So funktioniert es aber nicht. Also Adrian meinte, jeder, der im Methadon-Programm drin ist, der hat eigentlich auch Beikonsum. Das heißt, neben dem Methadon ist er legal, jeden Tag um 11 Uhr, sagen wir mal, bekommt, spritzt er sich auch ab und zu Heroin. Und das Problem bei Methadon ist, dass man halt abhängiger wird als von Heroin. Also der Heroinentzug ist nicht annähernd so schlimm wie der Methadonentzug. Und wie ich ja schon gesagt habe, würde Adrians Arzt, wenn er es dürfte, ihm ja reines Heroin verabreichen, weil es wäre weniger schädlich als das Methadon. Und er ist seit Jahren da drin und er glaubt nicht wirklich, dass das ihm etwas hilft. Was es halt bringt, ist, dass es Beschaffungskriminalität reduziert, weil die Leute halt, um ihr Zeug zu kriegen, nicht irgendwie Geld auftreiben müssen, weil es halt kostenlos und legal ist. Ja, also da sieht man auch nochmal, dass die Lösung in der Schweiz, dass sie da wirklich Heroin bekommen, deutlich besser ist. Das denke ich auch, dass diese Möglichkeit besser wäre, ja. Adrian ist schon mal an schlechten Stoff geraten. Er ist auf einem Auge blind, weil mit Krokodil gestrecktes Heroin sein Nervensystem angegriffen hat. Drogenabhängige wie Adrian können ihren Stoff auch nicht kontrollieren lassen. Das ginge in Konsumräumen. Studien zeigen auch, dass diese die Zahl der Drogentoten radikal senken. Wieso? Weil zum Beispiel im Falle einer Überdosis sofort ein Arzt zur Stelle ist. Du hast ja dann auch einen CSU-Politiker interviewt und ihn gefragt, warum es in München keine Konsumräume gibt. Was hast du dir aus diesem Interview genommen? Was glaubst du, warum die CSU da sich so querstellt? Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass die CSU mit ihrer recht konservativen Ideologie und auch ihrem konservativen Wählerkreis ein Problem damit hat, so einen radikalen Schritt, radikal ist das falsche Wort, so einen Schritt einzuleiten, der halt irgendwie nicht so ganz ins Image passen würde vom super sauberen München, wenn es dann Orte gibt, wo man sich legal was spritzen kann. Und das Hauptargument, dass da der Bernhard Seidenart, der gesundheitspolitische Sprecher der CSU-Fraktion im Bundestag, im Landtag hervorgebracht hat, war, dass es ein Wertungswiderspruch wäre, dass man einerseits den Konsum von Heroin, den Besitz von Heroin hart bestraft, aber andererseits dann einen Raum einrichten soll, wo man legal das konsumieren kann. Und da meinte er, dann müsste man ja den Besitz tolerieren, weil das Zeug muss man ja natürlich mit reinbringen. Also das fand ich auf jeden Fall beim Schauen auch so sehr interessant, weil sein Hauptargument ja dann so quasi ist, dass es da eben so eine Diskrepanz zwischen den beiden gibt. Da kann man ja einfach sagen, ja, hören wir auf, es so streng zu verfolgen. So. Mich hat es halt ein bisschen aufgeregt, weil ich finde, es waren nicht wirklich gute Argumente, wenn du sagst, ja, aber in drei Städten helfen Konsumräume nicht, wow, dann müssen die wohl überhaupt nichts bringen. Und was mir auch besonders bei dem Interview aufgefallen ist, ich habe den Herrn Seidenart auch gefragt, so ja, wenn es doch so wäre, dass Konsumräume nicht wirklich helfen, warum sprechen sich dann alle Organisationen, Institute, was auch immer, die in diesem Bereich arbeiten, warum sprechen die sich für Drogenkonsumräume aus? Seien es Ärzte, seien es Drogennotdienste, sei es Suchthelfen. Und die in diesem Milieu seit Jahrzehnten arbeiten,
werden ja wohl besser wissen, was die Abhängigen brauchen, als ein CSU-Politiker, der gesundheitspolitischer Sprecher ist. Also ich fand es auch schon sehr anmaßend, dass er meint, dass er mehr Ahnung hat als Leute, die da seit Jahren arbeiten. Der Drogennotdienst der L43, der kämpft seit Jahren dafür, dass die einen Drogenkonsumraum einrichten dürfen. Aber nein, es ist ja wichtiger, dass München schön sauber aussieht. Da hast du zwar mehr Tote, aber solange du nicht offen zugibst, dass es was mit deiner restriktiven Drogenpolitik zu tun hat, kannst du einfach weitermachen. Ich glaube einfach echt, dass es halt der CSU egal ist, dass die Leute da sterben und dass es halt einfach darum geht, dass man eine ideologische Schwierigkeiten hat. Ich meine, selbst aus den Reihen der CSU gibt es schon Leute, die sich dafür aussprechen, dass man Konsumräume einrichtet. Und wie blind musst du sein, um weder auf Experten zu hören, noch auf deine eigenen Parteimitglieder, die langsam realisieren, dass sie vielleicht eine falsche Meinung hatten über ein gewisses Thema. Ja. Ich bin wieder im Münchner Untergrund mit einem Junkie-Paar. Sie hat hier eine Zeit lang schon mal gelebt, was heute schwieriger wäre. Höhere Sicherheitsvorkehrungen. Plötzlich wollen sich die beiden einen Schuss setzen. Fuck. Soll ich das filmen? Du bist halt mit. Ich kann doch nicht in deine Ratten rumfühlen. Ja, jetzt habe ich schon reingeschaut. Such bitte du nicht rum. Was? Also würdest du sagen, dass es da unten irgendwie gefährlich auch wirklich ist? Ja, also ich habe ja im Drogennotdienst viel Zeit verbracht und da haben mir auch die Mitarbeiter da gesagt, du geh da sicher nicht alleine runter. Das könnte böse enden, wenn du da auf die falschen Leute triffst. Also gefährlich war es auf jeden Fall. Es sind ja vor allem auch viele Junkies unten, die nur danach aus sind, Geld zu bekommen für das nächste Heroin so. Fuck, okay, langsam wird es mir auch unangenehm. Unsere Tür ist zugefallen. Dann so Geschichten, ja? Du bist hier unten, machst den Hit und quasi dein Spät und deine Freunde erwischt zu viel, ja? Und du brauchst schnell einen Notarzt. Einfach nur schnell einen Notarzt. Du rennst hier unten rum, kommst wieder raus, verläufst dich, weißt du, Teufel. Ah. Oh fuck. Immer diese Alarmanlage, du. Hey Red, die haben's geschafft. Bei deiner Reise in den Katakomben wurdest du ja größtenteils herumgeführt von dem Adrian. Wie bist du auf den gekommen? Also es war so, ich war da ein paar Tage im L43, im Drogennotdienst am Hauptbahnhof. Einfach um Leute kennenzulernen, um zu wissen, wo sich Drogenabhängige in München herumtreiben und einfach halt um den Anschluss zur Szene zu finden. Mhm. Und dann saß ich mal da an der Theke, hat einen Tee getrunken und neben mir saß dann der Adrian. Mhm. Und dann hat er gefragt, ja, was ich hier mache. Habe ich halt gesagt, ja, ich bin Journalist. Ich recherchiere gerade zu den Katakomben und ich suche mir da gerade einen Protagonisten. Und er, ohne dass ich überhaupt ihn direkt fragen musste, hat gesagt, ja, da wäre ich dabei. Und dann haben wir uns einfach ein bisschen länger unterhalten. Und dann habe ich wirklich erfahren, dass dieser Mensch so ein interessantes, so ein faszinierendes und auch berührendes Leben hat. Und man glaubt ja gar nicht anfangs, was der alles erzählt. Weil man kann es sich nicht vorstellen, aber es stimmt. Und es ist schon krass, dass sehr viele Leute, die ich in diesem Drogennotdienst getroffen habe, dass die alle, sag ich mal, traumatisierende Vergangenheiten hatten. Ja. Irgendwo bin ich wahrscheinlich krank, ja. Ich muss damit leben. Glaubst du, dass du jemals kriegen wirst? Versuch so wenige Leute damit reinzuziehen wie möglich. Und ich hoffe, dass ich es irgendwann so auf die Reihe kriege, ja, dass ich lebe gerne und dass ich noch lange lebe und dass ich noch einen Job finde, wo ich noch vielleicht 10 oder 15 Jahre in meine Rente einzahle. Genau. Adrian ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er ist für mich nicht irgendein fertiger Junkie, der der Gesellschaft die Schuld für seine Situation gibt. Er wirkt wie ein selbstreflektierter Mensch, der weiß, dass er viel Scheiße gebaut hat. Adrian will arbeiten, ein normales Leben führen. Auch wenn er selber nicht mehr daran glaubt, dass er jemals clean wird, wünsche ich es ihm doch von ganzem Herzen. Ja, was lernen wir aus dem Ganzen? Eine Drogenkarriere kann sehr böse enden. Um Heroinsüchtigen zu helfen, brauchen wir Konsumräume, idealerweise mit einem Heroinabgabesystem wie in der Schweiz. Die repressive Drogenpolitik in Bayern ist ziemlich erfolglos, trotz härterer Strafen viele Drogentote. Und zu guter Letzt, Bayern ist das Bundesland der Hypokriten. Durch Veranstaltungen wie Schnupftabak-Contests oder dem Oktoberfest werden legale Drogen gerade
geradezu zelebriert, aber sobald du andere Drogen bevorzugst, wirst du dafür übertrieben hart bestraft. Ich sehe jetzt schon die Kommentare von den Münchnern, die in diesem Widerspruch kein Problem sehen. Ja, danke auch an Noah und an das Y-Kollektiv, dass wir hier das Footage für dieses Video verwenden durften. Falls ihr mehr solche coolen Dokus sehen wollt, checkt das Y-Kollektiv aus auf Facebook. Ich hab's euch verlinkt. Gebt diesem Video 5 Sterne. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.